der 80er. Grüß Gott, Frau Stocke. Ich helfe Ihnen. Mit den besten Grüßen von Kommissario Zanetti. Muss ich den kennen? Ja, wohl kaum. Das ist der Leiter der Mordkommission in Verona. Ja, ja. 8 Tage Verona. So gut möchte ich es einmal haben. Und der ist jetzt für mich, oder wie? Geschenkkörbe gibt's bei uns, wenn man 60 wird oder in die Pension geht. Also seien Sie froh, dass er nicht für Sie ist, sondern für uns alle. Apropos. Ja, der Herr Hofer und der Herr Hansen, die kommen ein bisschen später, weil momentan ist nicht viel los. Ja, ja. Und das war in Verona ganz anders. Haben Sie das schon gelesen? Na, was? Da. Informationsreise zur Anbahnung einer Städtepartnerschaft findet krönenden Abschluss beim Festival der Chöre in der Veroneser Arena. Meine Frau Stockel, ein Abend war das. Sternenhimmel, die Musik, die Menschen. Einfach traumhaft. Und ausgerechnet unser Sizilienchor hat einen der Hauptpreise gewonnen. Vor 2 Jahren hat der Tillmann Haubig die Leitung des Sizilienchors übernommen. Ich sag Ihnen, ein begnadeter Chorleiter. Der hat in diesen 2 Jahren aus den Laien, Moment, wahre Künstler gemacht. Entschuldigung. Ja, 80er? Herr 80er, ich stehe vor der Villa Cecilia und wollte zum Herrn Haubig. Frau Hofer? Ja, Sie, die Haustür war offen, das Licht hat brennt und im Flur schaut's ganz durcheinander aus. Ich glaube, irgendwas stimmt da nicht. Schauen Sie heute mal nach. Ich trau mich nicht. Kommen Sie doch bitte schon vorbei. Na, also, bitte, Frau Hofer, ich habe jetzt wirklich überhaupt. Bitte. Also gut, Frau Hofer, dann bin ich gleich da. Was hat denn die Frau Hofer? Keine Ahnung. Sieht Gespenster. Morgen, Frau Hofer. Grüß Sie. Hat sich in der Zwischenzeit was getan? Mm-mm. Was wollen Sie überhaupt von Herrn Haubig? Ja, im Namen des Bürgermeisters zu dem Sieg vor dem Chor in Verona gratulieren. Es soll einen Empfang im Rathaus geben mit anschließendem Freiluftkonzert. Das ist einmal eine schöne Idee. Das wird unseren Herrn Haubig sicher freuen. Wenn er es noch kann. Jetzt mach ich's doch nicht den Teufel an Bord. Herr Haubig! Seien Sie da? Warum sollte er jetzt antworten, wenn er aufs Klingeln nicht reagiert hat? Haben Sie ihn schon angerufen? Mit dem Handy? Alle. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Gleich kann ich. Vielleicht hätte ihm noch helfen können. Na, das glaube ich nicht, Frau Hofer. Nicht? Na, diese Kopfwunde ist alles andere als typisch für einen Treppensturz. Und das wissen Sie einfach so? Ja, ich war ja selber mal Kriminaler im Außendienst. Das hier ist Mord. Da wette ich drauf. Nichts anfassen. Ich sag den Kollegen Bescheid. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ortmann. Wo kommt das denn her? Das hat der Herr 80er aus Verona mitgebracht. Ach, ist er wieder da? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ja, der muss auch schon wieder weg. Nehmen Sie Ihnen was? Der Herr 80er hat gesagt, ich soll den Fresskorb unter die Kollegen verteilen. Das lassen wir mal schön bleiben. Was heißt hier wir und warum? Das ist kein Fresskorb. Das ist ein Delikatessenkorb im Wert von bestimmt 1000 Euro. Frau Ortmann, Sie sind eine lebende Registrierkasse. Solche Geschenke machen mich misstrauisch, grundsätzlich. Falls es Sie beruhigt, dieser Delikatessenkorb ist nicht von Herrn 80er persönlich, sondern von seinem Amtskollegen, einem gewissen Kommissario Zanetti. Mit dieser Aussage haben Sie mich jetzt noch mehr beunruhigt. Warum? Weil Herr 80er ihn nicht selber gezahlt hat. Ja, wo ist denn da das Problem? Vorteilsannahme, Bestechung im Amt und.
Wir verfahren so. Solange die Angelegenheit nicht geklärt ist, wird hier nichts verteilt. Haben wir uns verstanden? Voll und ganz. Ich habe mich klar ausgedrückt. Ja, unmissverständlich. Wir sind auf gleicher Wellenlänge. Nicht schlechte Hütte. Dafür, dass der Haubich nur Co-Leiter war? Das, was Sie als Hütte bezeichnen, ist in Rosenheim als Villa Cecilia bekannt. So, so. Ja, aber Sie haben es halt nicht so mit der Hochkultur. Das sagt der Richtige. Ja, ich war immerhin schon mal im Kirchenchor. Vor dem Stimmbruch. Ach so. Sie hatten recht. Er ist nicht an dem Treppensturz gestorben. Ah, da seid ihr endlich. Grüß dich. Hallo, Frau Hofer. Oh, entschuldigt's mich. Morgen, Herr. Grüß dich auch, Ziele. Und wie war's in Verona? Nee, schön war's, herrlich. Und dann so ein Absturz. Allerdings ist Herr Haubich nicht von selbst abgestürzt. Er wurde erst mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Und dann hat man ihn von der Treppe runtergestoßen. Der Klassiker. Nur nicht von Mozart. Herr Achtziger, können Sie sich vorstellen, wer das gemacht haben könnte? Keine Ahnung. Wann ist es denn passiert, Frau Doktor? Gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr. Sagen Sie, Frau Doktor, dieser stumpfe Gegenstand, könnte es auch ein Pokal gewesen sein? Ja, wenn er schwer genug ist. Ja, ich schätze mal 3 bis 4 Kilo. Der Pokal, den Haubich in Verona gewonnen hat, ist nämlich verschwunden. Darf ich kommen? Ja, natürlich. Danke. Also, da drin wurde der Pokal transportiert und da drüben an der Treppe wurde er erschlagen. Woher wissen Sie das? Ja, wegen der Blutspuren. Ich meine den Pokal. Ach so, ja, weil ich gesehen habe, wie er den Pokal da reingelegt hat. Wann war das? Ja, gestern früh im Garibaldi, zu unserem Hotel in Verona. Ach, Sie haben im gleichen Hotel gewohnt? Ja, wir waren ja quasi eine Reisegruppe. Das war der Bürgermeister, ich habe ihm schon alles erzählt. Die Chorreise galt auch der Vertiefung der Städtefreundschaft. Ja, was auch durchaus gelungen war. Bei der Siegesfeier lagen sich Italiener und Deutsche in den Armen. Also wenn der Pokal gestohlen worden ist, könnte es doch auch mal sein. Ja, das glaube ich jetzt weniger. Der Pokal hat ja nur einen symbolischen Wert und es gibt auch keinerlei Hinweise auf einen Einbruch. Auf jeden Fall dürfte der Täter Haubich gekannt haben. Also entweder hat er einen Schlüssel gehabt oder Haubich hat ihn reingelassen. Fragt halt die Dollingers. Der Herr Dollinger ist Vorsitzender der Cecilienstiftung. Ich pack's. Wiedersehen. Ja, und Frau Dollinger singt im Chor mit. Schon besser. So. Cheese. Sehr schön. Schauen wir mal. Sehr schön. Da spitzt du, da kommt doch kein Schwein mehr durch. Ab! Tag. Grüß Gott. Sind Sie Herr Dollinger? Der Herr Dollinger ist in seinem Büro. Worum geht's denn? Das würde man ihm gern selber sagen. Wenn's ums Geld geht, können Sie mit mir reden. Aus in mein Name. Ich bin der Herr Dollinger, sein Stellvertreter. Es geht aber nicht ums Geschäft. Mordkommission, Hofer. Hansen. Ja, Mordkommission. Wen hat's denn erwischt? Hoffentlich kenne ich den nicht. Tillmann Haubich. Den Haubich? Ja. Haben Sie auch was mit dem Chor zu tun? Nein. Wie können Sie denn mal unter der Dusche singen hören? Woher kennen Sie denn den Herrn Haubich? Über Herrn und Frau Dollinger. Die haben mich einmal in ein Konzert mitgeschleppt. Das wird ein ganz schöner Schock für die sein. Vor allem für Frau Dollinger. Wie meinen Sie das jetzt? Na, die Dollinger sind, was soll ich das jetzt sagen, also große Fans von dem Haubich. Die haben ihn für ein Genie gehalten. Nein, ich interessiere mich vor allem für ihr vor allem. Was? Sie haben gesagt, vor allem die Frau Dollinger wird einen Job haben. Ach so. Ja, die singt im Chor, der ist ja ein und alles. Ja. Also, nach ihrem Mann natürlich. Der ist der Vorsitzende von der Cecilienstiftung, das wissen wir. Ja. Ja, da braucht sie mehr nicht mehr, oder? Fürs Erste nicht mehr, ne? Guten Tag, Wiederschauen. Wiedersehen. Ja, bitte. Herr Dollinger? Guten Tag. Gut. Hansen, mein Name ist Kripp Rosenheim, mein Kollege Herr Hofer.
Es geht um Herrn Haubig. Er ist gestern Abend ermordet worden. Wie bitte? Ja. Friedrich, könntest du bitte... Oh, die Herren sind von der Polizei. Guten Tag. Setz dich bitte, Waliska. Liebling, es ist was Schlimmes passiert. Tillmann wurde ermordet. Es geht um den Geschenkkorb. Ich will ja nicht die Pferdescheu machen, ja, aber... Ich weiß schon, was jetzt kommt. Kann man sich denn nicht einmal mehr eine Flasche Rotwein schenken lassen, ohne gleich in den Ruch der Bestechlichkeit zu geraten? Bitte. Wir reden hier nicht nur von einer Flasche Rotwein. Frau Ortmann, ich kann Sie beruhigen. Es handelt sich um ein ganz offizielles Gastgeschenk, überreicht bei einem Pressetermin im Veroneser Palazzo Municipale. Ja, aber trotzdem haben wir jetzt das Problem, nachweisen zu müssen, dass Sie sich nicht persönlich bereichert haben. Ich habe mit der Sache eigentlich kein Problem, aber Sie kennen doch die Herrschaften in München. Ja, reicht es denn nicht, dass ich der Frau Stockel gesagt habe, sie kann die Sachen unter den Kollegen verteilen? Das lasse ich ja gerade in München prüfen, aber so lange bitte ich Sie einfach mit der Verteilung zu warten. Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen. Ich denke nicht. Frau Stockel hat gesagt, dass Ihnen der Korb von einem italienischen Kommissarkollegen überreicht wurde? Ja, Kommissario Zanetti von der Mordkommission in Verona. Und hat er den Korb selber gezahlt oder hat er ihn nur im Auftrag der Stadt überreicht? Oh, jetzt wird's aber kompliziert. Ja, das tut mir auch leid, Herr 80er, aber das ist erst der Anfang. Wenn er den Korb selber gezahlt hat, dürfen Sie ihn auf keinen Fall hier unter den Kollegen verteilen, denn das könnte als Bestechung im Amt ausgelegt werden. Oh, Bestechung in europäischen Dimensionen, ich verstehe. Ich bitte Sie einfach, dass solange die Sache noch nicht geklärt ist, niemand was anfasst, ja? Frau Tolline, haben Sie eine Ahnung, wer das getan haben könnte? Wie lange haben Sie den Herrn Haubig gekannt? 2 Jahre, seit er die Stelle als Chorleiter hat. Mhm. Was heißt Stelle? Ich dachte, Sie sind ein Laienchor. Sind wir auch. Soweit es die Sängerinnen und Sänger betrifft. Herr Haubig allerdings bekam ein Gehalt. Von der Stiftung? Ja. Man kann nicht davon reich werden, aber man kann ganz gut davon leben. Ah ja. Was war Herr Haubig eigentlich für ein Mensch? Ein Genie. Pädagogisch wie musikalisch. Aus dem Nichts hat er diesen Chor geformt. Zu Beginn waren wir ein Haufen begeisterter Laien. Jetzt sind wir ein professionelles Gesangskunstwerk. Nicht wahr, meine Liebe? Ja. Wir standen vor dem Durchbruch. Die internationale Musikszene wurde auf uns aufmerksam. Unter Haubigs Leitung wurde aus dieser Raupe ein Schmetterling. Das klingt ja wie eine Liebeserklärung. Wir haben ihn geliebt. Wir alle. Nicht wahr? Gut, jetzt haben wir den Übermenschen Haubig kennengelernt. Wie war er denn so als Mensch? Er hat die Musik geliebt wie sein Leben. Vielleicht dann ein bisschen was anderes? Was meinen Sie? Er hat neben Gesang vielleicht auch noch Wein und Weib geliebt. Frauengeschichten sind mir nicht bekannt. Natürlich war er den gewöhnlichen Freunden des Lebens nicht abgeneigt. Er war kein sphärisches Wesen, wenn Sie das meinen. Na sehen Sie, genau dieses Gewöhnliche ist, was uns besonders interessiert. Gab es zum Beispiel neben der Freude auch etwas Leid? Streit im Chor vielleicht? Im Gegenteil. Wir waren alle froh, dass wir Tillmann hatten. Ohne sein Charisma, ohne seine Kreativität hätte es Verona nicht gegeben. Gut. Wir müssen aber trotzdem die einzelnen Chormitglieder sprechen. Wann hätten Sie da denn wieder mal Probe? Heute um 6 im Konzertraum der Musikakademie. Sehr gut. Dann würden wir dazu stoßen. Eins noch. Wo waren Sie beide gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr? Wir waren total fertig nach der Feier am Vorabend. Wir sind früh ins Bett. Ah ja. Gut. Das war's erstmal. Vielen Dank. Wiederschauen. Wiedersehen. Die haben den Chorleiter ja regelrecht vergöttert. Hm? Pflecht, das muss ja richtige Heilige gewesen sein, da habe ich. Und Heilige machen Sie misstrauisch, Kollege? Na, Sie etwa nicht? Doch, die haben auf den meisten Dreck am Stecken. Allerdings. Grüß Gott, Frau Sterz. Was hat Zuhör von der Polizei? Bei Herrn Haubig haben sie umgebracht. Wer könnte denn das sein? Fragen wir doch einfach. Moment, Moment, Moment. Sagen Sie, wollten Sie gerade zu den Dollingers? Ja. Weshalb? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Das hat Ihnen doch der Herr Pausiger gesagt. Hansen Krippe Rosenheim, mein Kollege Herr Hofer. Grüß Gott. Und Sie wären? Michaela Sterz. Hallo, Frau Sterz. Also?
Ich wollte dem Herrn Dollinger nur das mit dem Tillmann, also mit dem Herrn Haubig. Aber wie ich sehe, wissen die es ja schon. Und woher wissen Sie das? Ich wollte heute Morgen zu ihm und der Polizist an der Absperrung hat's mal gesagt. Und was wollten Sie von Herrn Haubig? Ich war in Verona nicht mit dabei und wollte wissen, wie es war. Sind Sie auch kein Mitglied? Ja. Ja, dann werden wir uns heute nach der Chorprobe noch sprechen, heute Abend. Gut, wiedersehen. Sagen Sie, wo waren Sie gestern zwischen, sagen wir mal, 20 und 21 Uhr? Daheim. Kann das jemand bezeugen? Ja, mein Vater. Einfach. Das ist die Nummer 22. Oh, Sardellen. Die Nummer 14. Ein Prosecco. Tja, was machst du da? Der Geschenkkorb, also den hat der Herr 80er spendiert, den hat er von seinem Amtskollegen aus Italien, dem Kommissario Zanetti, gekriegt. Und ich soll die Sachen jetzt verteilen. Das ist sehr schön. Dann nehme ich mir die Zitronenblätter. Michi? Finger weg. Die Rechtslage ist noch nicht geklärt. Das hast du von der Frau Ortmann, gell? Ja, ganz genau, aber da darfst du annehmen. Kleine Frage, warum? Ach so, naja, weil ich die Sachen ja nicht verteilen darf, habe ich die Sachen fotografiert, habe sie nummeriert, habe Lose geschrieben, man zieht ein Los, kriegt ein Foto und dann löst man das Ganze zum Schluss ein und das fördert die Vorfreude. Das ist wie mein Kappen, gell? Jetzt, nimm da eins. Ja, Moment einmal. Dann hast du ja gerade geschummelt. Was? Ich? Ja, da sind drei Zettel gelegen und du hast dreimal gezogen. Ich habe überhaupt nicht geschummelt. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Gut, dann machen wir es jetzt gemeinsam. Mhm. Eins, zwei, drei. Die Nummer 14. Der Prosecco. Na bitte, habe ich nicht geschummelt. Die 8. Die 8 ist die Trentina Salami. Prego. Grazie. Ich möchte lieber die Zitronenblattzahl. Die Zitronenblattzahl sind leider schon weg. Und was habt ihr gekriegt? Hartkäse aus Tremosine. Zitronenblattzahl aus Verona. Ihr kriegt eine echte Trentina Salami. Toll. Kabinieren, jetzt einmal ganz ehrlich. Magst du eigentlich solche Platzen? Nee, die von meiner Schwester sind mir immer noch die allerliebsten. Und Zitrone ist eigentlich nicht so meins. Und was denkst du über diese Salami? Salami, ich weiß nicht. Den Kass vom Hansen hätte ich gern. Ich mag aber ihr Süßzeug nicht. Die Salami würde mich mehr interessieren. Wirklich wahr? Ja, ja. Ein schöner Tag. Hast du gestatten, Hansen? Kabinian, du hast der Kass. Okay. Bis sehr. Okay. So, können wir dann auch noch ein bisschen was arbeiten? Gerne. Hast du die Nachbarn schon durch? Alle miteinander. Und? Wie schaut's aus? Wunderbar. Niemand hat zur Tatzeit irgendetwas gesehen. Das ist darum bitte wunderbar. Ihr sagt zur Tatzeit. Außerhalb der Tatzeit hat der Herr Bankhofer einen Nachbar gesehen, wie sich zwei Damen regelmäßig die Klinke in die Hand gegeben haben. Die eine heißt Valeska Dollinger und die andere ist eine gewisse Michaela Sterz. Michaela Sterz, ist das die junge Frau von vorhin? Genau. Woher wusste er, wie die Damen heißen? Ja, der ist ins Internet reingegangen, auf die Homepage von dem Chor. Und da hat er sie da wiedererkannt. Wobei die Frau Sterz immer vormittags gekommen ist, die Dollingerin aber nachmittags, jeweils 2 bis 3 Stunden lang. Na, das lässt viel Raum für Fantasie. Die müssen wir uns einzeln vornehmen, hier im Kommissariat. Ja, meine Herren, ich habe gerade mit Kommissario Zanetti aus Verona telefoniert.
etwas Interessantes herausgefunden. Haubig hatte im Hotelsafe ein Päckchen deponiert. Bitte nehmen Sie da Platz. Und was war drin in dem Päckchen? Irgendwas aus einem Veroneser Antiquariat. Genaueres konnte er leider auch nicht sagen. Da müssen wir noch mal zum Tatort fahren. Mhm. Herr Achtzig, was anderes. Wissen Sie, ob der Herr Haubig ein Schützenjäger war? Warum? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Noch nicht. Nur, dass zwei Chormitglieder bei ihm ein- und ausgegangen sind. Frau Dollinger und eine Frau Sterz. Ist Ihnen dir mal was aufgefallen? Also Eifersüchteleien zwischen den Damen zum Beispiel? Nein. Außerdem, die Frau Sterz war in Verona gar nicht dabei. Und dass der Herr Dollinger vielleicht einmal eifersüchtig war? Also alles, was ich weiß, ist, dass die Dollingers zwei getrennte Zimmer hatten. Weil er so laut schnarcht. Was macht denn das Auto von der Frau Sterz hier? Besiegelter Tatort, ich glaube, ich bin. Schauen Sie sich das an. Frau Sterz, was machen Sie denn hier? Ich wollte nur die CD holen. Darf ich? Ach so. Sagen Sie mal, was lief zwischen Ihnen und Herrn Haubig? Er hat mich gecoacht. Gecoacht? Wie gecoacht? Stimmbildung, Phrasierung, Atemtechnik. Mhm. Was ist jetzt damit? Wer sagt uns, dass Sie nicht Beweismittel verschwinden lassen wollten? Hm? Warum ist die so wichtig? Da ist mein Solo drauf. Ich brauche die CD für eine Bewerbung. Und da brechen Sie einfach so mir nichts, dir nichts in den Tatort ein, ne? Ich wollte nicht, dass die CD verschwindet. Wir haben gehört, Sie waren gar nicht in Verona. Ich war erkältet. Und so schnell wieder genesen, ne? Mhm. Schauen Sie mal, Kollege. Antiquariato di Verona. Ah. Ja, ja, das ist ein Teil einer alten Partitur. Ja. Von Claudio Monteverdi, ja, ein italienischer Komponist des 17. Jahrhunderts, hat viel für Chor geschrieben. Was glauben Sie, was sowas wert ist? Ich bin kein Experte, aber 10.000 Euro werden kaum reichen. Das muss Haubig in Verona gekauft haben. Aber wir haben in seinen Unterlagen keinen Kaufbeleg gefunden. Keinen einzigen. Und wenn es ein Geschenk ist? Geschenk von wem? Das müssten Sie rausfinden. Ach so. Ja, in einer halben Stunde werden wir den Sizilienchor treffen. Da werden wir diesbezüglich mal nachfragen. Ja. Unangetastet. Sehr schön. Da haben wir uns ja tatsächlich mal verstanden. Ja, und Sie, Frau Wartmann? Haben Sie auch Ihre Arbeit gemacht? Morgen kann ich Ihnen sagen, was damit geschieht. Was ist das? Nehmen Sie denn eins. Ach. Die Nummer 12. Das wäre Grappa di Moscato. Das ist mit das teuerste aus dem ganzen Geschenkkorb. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. 162 Euro die Flasche. Also noch ist nichts verteilt. Aber Glück gehabt. Ja, die Welt ist eben gerecht. Schönen Feierabend. Dankeschön. Waren alle vom Chor da? Ja, die Frau Sterz und die Frau Dollinger, die waren unpässlich. Frage ist, ob das Zufall war. Wir haben sie sowieso für morgen einbestellt, also. Habt sonst noch was rausgekriegt? Ich bin auch in den Fall involviert, Herr Hansen. Rausgekriegt haben wir nicht wirklich was. Irgendwie sind wir noch genauso schlau wie vorher. Scheinbar liebten und verehrten den Herr Haubig alle. Da ist schon was dran. Immerhin hat er aus einem Wald- und Wiesenchor ein Vokalensemble geformt, das einen internationalen Preis gewinnt. Trotzdem muss es jemand geben, der nicht ganz so toll fand. Kannst du nicht einmal ein bisschen in der Musikakademie umhören? Was glaubst du, was ich gemacht habe? Ich habe alle angerufen, die was wissen könnten. Aber leider kam nichts dabei raus. Ja, wie schaut's? Bitte. Übrigens, vielen Dank für die Einladung zum Essen. Hm? Okay, nichts zu danken. Schließlich steuern Sie mit Ihrer Salami auch was dazu bei. Rotwein, gell? Ja, bitte. Also, das Brot, die Essiggurkel und der Salat werden da. Jetzt fehlt bloß nur dein Hartkäse aus Tremosine und ihre Trittiner Salami. Tja.
Ich hab doch gesagt, da kann ich mir den Gang zum Metzger und zum Käsermeier sparen. Ja, das ist irgendwie blöd gelaufen. Wieso? Die Verteilung ist erst in den nächsten Tagen. Ach. Guten Morgen, Frau Stoppel. Guten Morgen, Herr Hofer. Starren Sie noch nicht da? Nein, aber der Obduktionsbericht. Super, was steht drin? Die Frau Dr. Eckstein hat Metallspuren an der Kopfwunde vom Haubich gefunden. Danke. Das heißt, der 80er hat recht. Die Tatwaffe war wahrscheinlich der Pokal. Ja. Guten Morgen. Morgen, Michi. Die Dollingers lügen. Ein Angestellter hat gesehen, wie der Wagen vorgestern Abend weggefahren ist. Wer ist drin gesessen? Das hat er nicht gesehen. Und der Herr Pause, der das auch hätte sehen müssen, hat gesagt, dass er gar nichts gesehen hat. Und er lügt. Und das habe ich gesehen. Du nicht als siehst. Moin, moin, allerseits. Morgen. 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 Ich war gerade in Haubichs Bank, meine Herren. Der hatte da einen Bankschließfach. Jetzt raten Sie mal, was da drin war. Geld deine Mischung. Richtig. 25.000 Euro. Cash. Da ist er her. Wir gehen davon aus, dass Haubich die Partitur in bar bezahlt hat. Möglicherweise am italienischen Fiskus vorbei. Wahrscheinlich stammt das Geld aus seinem Bankschließfach. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher kommen die 25.000 Euro? Da gibt's viele Möglichkeiten. Bitte. Ja, wenn das legales Geld ist, warum liegt das da nicht an? Dann ist es vielleicht Schwarzgeld. Das muss Schwarzgeld sein. Vielleicht private Gesangsstunden. 25.000 Euro? Ja, aber seit zwei Jahren da. 250 bis 500 Stunden. Da kommt schon was zusammen. Geht nicht. Er hat das Schließfach erst vor einem halben Jahr eingerichtet. Hat es ja vorher im Schrank gehabt. Wie kann er sonst noch an das Geld gekommen sein? Dafür habe ich Herrn Mohr zur Verwaltung der Sizilienstiftung geschickt. Ja, und die Dollingers haben sich gegenseitig ein Alibi gegeben. Da sollte man nachhaken. Ja, die Frau Dollinger sollte eigentlich jetzt hier sein. Die hat uns versetzt. Ich würde sagen, wir fahren dahin. Ja, aber zuerst fühlen wir Frau Sterz auf den Zahn. Wir haben Ihren Vater hinsichtlich des Alibis befragt und wollen Sie jetzt mit seiner Aussage konfrontieren. Ja gut, dann machen Sie das. So, Frau Sterz, nimm das bitte Platz. Dann legen wir mal los. Was haben Sie vorgestern Abend gemacht? Ich war zu Hause. Und was haben Sie da gemacht? Gekocht. Mit meinem Vater. Dann hören wir mal, was Ihr Vater zu sagen hat. Sie hat gekocht. Und was haben Sie da gekocht? Spaghetti. Spaghetti. Mit welcher Soße? Bolognese. Sie hat Spaghetti gekocht. Mit welcher Soße? Bolognese. Und was hat Ihr Vater gemacht? Gelesen. War es ein dünnes oder ein dickes Buch? Ein dünnes. Ich habe gelesen. War es ein dünnes oder ein dickes Buch? Ein Roman von Gustav Freytag. Soll und haben. Ein dünnes Buch, haben Sie gesagt. Von wegen dünnes Buch. Sie lügen uns an. Wo waren Sie wirklich? Sie waren vorgestern Abend wieder bei Herrn Haubich, stimmt's? Aber nicht wegen der Stimmbildung, richtig? Sie haben was gehabt mit ihm? Ja. Und vorgestern Abend haben Sie sich gestritten. Worum ging's? Der Tillmann hat mir versprochen, dass ich in Verona ein Solo singen kann. Aber dann, kurz vor der Abreise, hat er mir eine SMS geschickt. Da ist drin gestanden, dass ich noch nicht so weit wäre und dass ich das Solo nicht singen kann. Sie waren also gar nicht erkältet, sondern sozusagen anderweitig verschnupft. Nach der Rückkehr habe ich ihn dann zur Rede gestellt. Er eierte nur herum und hat immer wieder gesagt, dass das noch viel Arbeit braucht, dass ich noch nicht so weit wäre. Sie haben sich ausgenutzt gefühlt. Sie waren tief verletzt und da haben Sie zugeschlagen. Nein, ich bin dann gegangen. Ich wollte ihn nie wiedersehen. Für mich war der Schluss mit dem Chor. Belogen hat er mich. Nur um. Michi, Sie entschuldigen uns kurz. Folgendes.
Ich habe jetzt mit der Schatzmeisterin von der Stiftung geredet, mit der Frau Bierbauer. Und wir haben uns gleich super verstanden, weil das ist nämlich die Tochter von meinem ehemaligen Erdkundelehrer. Das war ganz ein Lieber. Michi. Ja. Die ist mit mir den gesamten Ausgabenordner vom letzten Jahr durchgegangen. Und dafür habt ihr dann versprechen müssen, dass ich für den Papa... Michi. Ja. Laut Unterlagen hat die Pause GmbH im letzten Jahr diverse Renovierungsarbeiten für die Villa Cecilia unternommen. Als wenn der Pause eine Firma hätte. Und wisst ihr, wer der Geschäftsführer von dieser Firma ist? Der Wolfgang Pause. Pause? Das ist doch bei Dorlinger angestellt. Ja. Ja, freilich. Jetzt bin aber ich ins Internet gegangen und hab recherchiert. Und zwar die Besitzverhältnisse. Von der Firma? Ja, freilich von der Firma. Und wisst ihr, wer der Besitzer in Wirklichkeit ist? Das ist Frau Wartmann. Hallo, Frau. Ein gewisser Friedrich Dorlinger. Tasche. Ja? Frau Wartmann, welche Hiobsbotschaft bringen Sie mir heute? Keine Hiobsbotschaft. Der Vorgang Geschenkkorb aus Verona ist erledigt. München hat grünes Licht gegeben und wir dürfen die Sachen verteilen. Sie müssen nur noch unterschreiben. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Das hört sich ja so an, als würde ich sonst nur schlechte bringen. Sag's doch nicht so empfindlich, Frau Altmann. Das wird man hier mit der Zeit. Und wo darf ich unterschreiben? So viel Papier nur wegen dem Geschenkkorb. Ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ich weiß, ich weiß. Wollen Sie gar nicht den Hintergrund wissen, wie ich es gemacht habe? Doch, doch. Natürlich. Wie denn? Der Geschenkkorb hat einen Gesamtwert von 1062,62 €. Wenn man die Waren jedoch für sich nimmt, kommt man auf einen Durchschnittswert von 82,55 €. Und Wertgegenstände unter 85 € fallen unter die Bagatellitätsklausel und dürfen somit verschenkt werden. Ich bin beeindruckt. Was ist das? Die war noch übrig. Und haben Sie schon ermitteln können, was sich hinter dieser 19 verbirgt? Eine Flasche Rotwein. Ah. Was war denn die schon wieder? Nichts Gutes. Dachte, Herrn. Wollen wir gleich mal zur Sache kommen? Hm? Sie beiden haben die Stiftung abgezockt. Herr Haubich ist Ihnen auf die Schliche gekommen, er hat Sie erpresst. Und Sie, Herr Dorlinger, haben vorgestern Abend das Problem beseitigt. Es ist nicht so, wie Sie denken. Sie kennen diese Verträge? Sie haben Renovierungsarbeiten an der Villa Cecilia durchgeführt und dafür überhöhte Rechnungen gestellt. Die nur durchgegangen sind, weil Sie der erste Vorsitzende sind. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Ich habe bloß beim Chef einen Gefallen gemacht und meinen Namen hergeben. Herr Dorlinger, wie viel haben Sie dafür eingestrichen? Das habe ich alles für den Chor getan. Herr Haubich hat mich nicht erpresst. Und das Schwarzgeld in seinem Bankschließfach stammt natürlich nicht von Ihnen. Doch. Gelder, die Sie von der Stiftung abgezweigt haben. Richtig. Er hat von vornherein gewusst, wo das Geld herkommt. Kommen Sie bitte mit in mein Büro. Ich erkläre Ihnen alles. Ja, was denn? Die Herren von der Polizei sind da. Ich rufe dich später zurück. Ja. Hallo, Frau Dorlinger. Guten Tag. Das war jemand vom Chor. Wir haben Sie gestern bei der Chorprobe vermisst. Es tut mir leid, ich konnte nicht. Und heute hätten Sie eigentlich einen Termin bei uns gehabt? Verzeihen Sie, im Augenblick kann sie kaum einen Schritt vor die Türe setzen. Sie hat den Tod von Herrn Haubich noch immer nicht überwunden. Im Augenblick wissen wir nicht, was wir Ihnen glauben sollen und was nicht. Das Alibi war falsch, Sie veruntreuen Stiftungsgelder. Und das erschüttert schon unseren Glauben an Ihre selbstlose und hingebungsvolle Begeisterung für den Chor. Lassen Sie mich es erklären. Durch Herrn Haubichs Arbeit wurde unser Chor... Ein Gesangskunstwerk, von der Raupe zum Schmetterling und so weiter. Wir kennen die Biologie, danke. Laut Satzung der Stiftung bekommt ein Chorleiter nur ein Gehalt in bestimmter Höhe. Und diese Höhe war wohl nicht hoch genug für einen Chorleiter, der hoch hinaus wollte. Richtig. Ich suchte also nach einem Weg, zugegebenermaßen nach einem illegalen Weg, um Haubich zu halten. Ich zweigte das Geld aus der Stiftung ab, um im Sinne der Stiftung den Chor zu neuen Ufern zu führen. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel? Ja, neben dem normalen Gehalt bekam Herr Haubich regelmäßig Prämien. Schwarz? Ja. Und jetzt frage ich Sie, warum soll ich einen Mann umbringen, für den ich sogar bereit war, den Gang ins Gefängnis zu riskieren? Recht hat, da hat er recht. So ist es. Und jetzt?
bleiben noch die Frau Sterz und die Frau Dollinger. Die Frau Dollinger? Hm, sie hat zugegeben, dass sie vorgestern Abend mit dem Wagen weggefahren ist. Wohin? Zu Haubig? Genau. Sie wird gerade vom Herrn Hansen vernommen. Was wollten Sie bei Herrn Haubig? Ihn überzeugen. Hm. Wovon? Seine erfolgreiche Arbeit mit dem Chor hat andere aufhorchen lassen. Er hat ein sehr lukratives Angebot aus Berlin bekommen. Hm, verstehe. Sie wollten ihn zum Bleiben bewegen. Hm. Hat Ihr Mann gewusst, was Sie vorhatten? Sicher. Okay, was ist dann passiert? Ja, als ich zur Villa kam, da sah ich, wie Frau Sterz herausgekommen ist und... Ach ja? Sie wirkte irgendwie aufgewühlt. Und als sie weggefahren ist, bin ich dann in die Villa hinein. Hatten Sie einen Schlüssel? Die Tür stand ja offen. Hm. Ja, und dann sah ich Tillmann auf der Treppe. Tot. Ich bin sofort nach Hause gefahren, hab's gleich meinem Mann erzählt. Ich verstehe nicht, warum Sie uns das nicht gleich erzählt haben. Wozu das falsche Alibi? Das war die Idee meines Mannes. Stellen Sie sich vor, ich hätte diese Aussage gemacht und Frau Sterz hätte die Tat geleugnet. Dann steht Aussage gegen Aussage. Wo ist das Problem? Das Problem, Herr Hansen, ist doch, dass wir dann, weil wir unter Verdacht sind, im Zentrum Ihrer Ermittlungen stehen. Wir hätten dann befürchten müssen, dass die unlautere Geldbeschaffung meines Mannes ans Licht kommt. Was trotzdem geschehen ist, Frau Dollinger? Hätten wir das früher gewusst, wir hätten mit Sicherheit gleich die Wahrheit gesagt. Klingt einleuchtend. Dürfte ich die haben? Bitte? Amelie, Tüte. Ihre Armkette, würden Sie sie mir bitte geben? Warum? Das erzähle ich Ihnen dann, wenn ich sie wieder zurückgegeben habe. Was, wenn ich das nicht möchte? Dann dauert es einfach nur ein wenig länger, weil ich mir einen Beschluss besorgen muss. Also? Danke. Kommt in die KTU. Mach ich. Ja. Oh, wird verteilt. Ja, München hat grünes Licht gegeben. Sie können Ihr Foto jetzt eintauschen. Ach, Frau Ortmann, wann geben Sie mir endlich grünes Licht? Diesbezüglich sind Sie schon lange in einer Sackgasse gelandet, Herr Hansen. Schauen wir mal. Michi, bitteschön, Herr Hofer. Danke dir. Ah. So. Ja, einmal Salami. Ach, danke, Frau Stockel. Gerne. Du, was machen wir jetzt mit dem da? Ja, den behalte ich. Mir immer. Das habe ich verkehrt. Ja? Ja, 80er, Sie kommen gerade richtig. Bitte schön. Danke, Frau Stockel. Meine Herren, es gibt Neuigkeiten. Kommen Sie. Ich habe gerade mit Kommissario Zanetti telefoniert. Er hat in meinem Auftrag weiter recherchiert und das Personal vom Hotel Garibaldi befragt. Ja, und? Tja, meine Herren, Frau Dollinger ist gesehen worden, wie sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Zimmer von Herrn Haubig betreten hat. Mir scheint, da hat sich jemand in der Türe geirrt. Wohl kaum. Sie hat eine Flasche Champagner dabei und zwei Gläser. Ja, logisch. Eins für sich und eins für Herrn Haubig. Was glauben Sie, ob der Dollinger von den Eskapaden seiner Gattin gewusst hat? Ich denke nicht. Denken Sie nur daran, wie fürsorglich und liebevoll er mit ihr umgegangen ist. Und die beiden haben eine gemeinsame Leidenschaft, den Chor. Und Herrn Haubig. Und Haubig, ja. Nur mit dem Unterschied, dass die Frau Dollinger mit ihrem Interesse für Herrn Haubig aber schon ganz schön toll. Hm. Entschuldigung, Herr 80er, Sie möchten bitte ganz dringend den Bürgermeister anrufen. Oh, danke, Frau Stocke. Tja, meine Herren, Sie wissen, was zu tun ist. Oh, lassen wir den Kass in Sicherheit bringen. Beide Frauen kann das gewesen sein und wir kennen uns nicht mehr aus. Ja, toll. Gibt's schon Ergebnisse von der Untersuchung der beiden Wohnungen? Ja. Die Tatwaffe war weder in der Wohnung von der Sterz noch in der von der Dollinger. Was mit ihren Kleidern? Nix. Keine Blutspuren. Eine Möglichkeit gibt's noch. Soll ich? Ja, bitte.
So, Frau Dollinger. Frau Dollinger, Sie sind überführt. Wie? Ihre Kleider mit dem Blut drauf und die Tatwaffe haben Sie erfolgreich entsorgt. Aber nicht das hier. Mir ist aufgefallen, dass Sie das Armband immer tragen. Ist das ein Geschenk Ihres Mannes? Zum 10. Hochzeitstag. Ja. Also haben wir vermutet, dass Sie es auch bei der Tat getragen haben. Und haben gehofft, Blut von Herrn Habich drauf zu finden. Auch wenn es nur mikroskopisch feine Blutspuren sind. Auch wenn Sie vielleicht versucht haben, das Blut wegzuwischen. Was nicht funktioniert, weil Blut lässt sich nicht so einfach entfernen. Tja, wir sind fündig geworden. Bingo. Ja. Tillmann wollte nach Berlin und ich war bereit mitzugehen. Sie wollten Ihren Mann verlassen. Ich habe Tillmann geliebt. Aber er wollte alleine nach Berlin. Für ihn war ich nur eine Episode. Und das hat Ihr Stolz nicht verkraftet. Stolz, Stolz. Ich habe ihm alles gegeben, alles. Mein Leben, meinen Mann habe ich verraten, meine Ideale. Tja. War wohl doch kein solcher Übermensch, der Herr Habich. Am Ende war er doch nur ein Mann. Mieses Schwein. Frau Dollinger, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Tillmann Habich ermordet zu haben. Amelie, sei so gut, wenn Sie mit der Kollegin mitgehen möchten. Ja. Ich würde sagen, Fall gelöst. Und darauf stoßen wir jetzt an. Tja. Ja, 80er, wir werden ja was sagen. Die Geschenke aus dem Präsentkorb, die sind jetzt für uns eine Belohnung. Und dagegen können nicht einmal die aus München was haben. Nein. Und die Frau Ortmann? Kriegt auch ein Glasl. Ja.